Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play für Pokémon, dem Sammelkartenspiel. Und da ich gesehen habe, dass das Spiel gepatcht worden ist, gehe ich davon aus, dass jetzt die Fehler beseitigt werden, sein sollten. Und als erstes, ich habe mal wieder ein paar Keycards von den echten Karten und jetzt will ich die mal schnell noch eingeben. Damit ich dir auch, ach, hier oben steht es auch schon, Code einlösen. Damit ich den ganzen Spaß dann auch benutzen kann. Ich hoffe, die gehen auch alle, denn die habe ich mir bloß sozusagen ertauscht. So, mal schauen. Der erste Code wird bestätigt. Wer noch wissen möchte, wo man diese Codes hier herbekommt, wenn man sich in echt sozusagen so ein Booster Pack kauft, bekommt man automatisch auch diesen Booster Pack für online. Und ja, ich habe die Booster Packs nicht gekauft, sondern ich habe einfach die Codekarten hier ertauscht, denn es gibt ein paar Leute, die das halt nicht brauchen. Ich zum Beispiel habe halt natürlich Sachen dafür gegeben, die ich auch nicht brauche. Dementsprechend ist das doch für mich, für mein Online-Spieler doch schon eine Erleichterung. Ein paar Karten habe ich hier noch liegen. A3, habe ich jetzt verschrieben. J, H3K. Code senden. Und wie ihr seht, das sind alles so noch recht alte Sachen. Q5N, MLTE, 4U3, NPN. Nicht TN. NPN. So. Der nächste Code wird bestätigt. So, jetzt habe ich hier noch eine ganz komische. Die hat ein ganz anderes Design. Mal gucken, ob die auch geht. Nee, X. Also in dem Fall weiß ich halt immer nicht, ob die überhaupt gehen. Aber ich gehe meistens davon aus. Wie man sieht, ja, die gehen alle. So, ich löse die jetzt alle ein. Bekommen jetzt ein ganz paar Booster Packs hier. Und ich hoffe doch tatsächlich, dass ich dann noch was Gutes drin haben werde. So. Letztens mein Tausch, den ich gemacht habe, den haben sie auch erfüllt. Ich habe die eine Karte weggegeben und habe dementsprechend das bekommen, was ich wollte. Ich kann ja mal schnell nachschauen, wo das war. Tauschen. Ach ne. Ah, Mist, die Nachricht ist schon weg. Tauschverlauf, genau. Genau. Ich habe ein XY-Drachenleuchten bekommen und ich habe Heiko gegeben. Weil Heiko brauche ich nicht wirklich. So. Jetzt gehen wir mal in die Sammlung rein wieder. Booster Packs. So wie man sieht, ich habe jetzt hier fünfmal das XY Protoshock, einmal das XY Phantomkräfte und einmal XY fliegende Fäuste. Ich öffne jetzt eigentlich mal das hier einfach so. Ich weiß gar nicht, was hier in dem fliegende Fäuste drin sein kann. Vielleicht habe ich ja tatsächlich mal was Cooles. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. So, fliegende Fäuste. 10 zusätzliche Sp Ah, da oben, nicht hier unten. So. Bam, 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 bam. Oh, ein Kampfreporter, okay. Okay, Golgantis, okay. Noch mehr. Achso, jetzt geht's in den Shop rein, ne? Das wollte ich jetzt nicht. Booster Packs. Ich habe hier noch das Phantomkräfte XY. Machen wir auch noch auf. Und mal schauen, also in dem zum Beispiel sind, soweit ich weiß, so Sachen drin, wie ein Gardevoir kann drin sein. Tiano zum Beispiel, den ich ja total mag, die Karte. Oder ein Mega Voltenso X. Das ist natürlich auch ordentlich. Was? Lege zwei Basisenergiekarten von deinem Ablagestapel an ein Pokémon auf deiner Bank an. Das ist natürlich echt cool, muss ich sagen. Problem ist, ich werde kein Voltenso X haben. Schade. Aber mal schauen, was jetzt hier noch rauskommt. Jetzt haben wir noch fünfmal Protoshock.
Und danach, wie man hier oben sieht, ich habe noch diese 135 dieser P-Dollar, wie auch immer man die nennen möchte. Schaue ich mal, was ich mit denen noch machen kann, ob ich da noch was reißen kann. Rein theoretisch kann ich da auch noch so ein Booster-Pack kaufen. Und da werde ich mir dann auch so ein Drachenleuchten-Booster-Pack, denke ich mal, holen, weil die sind eigentlich ganz. Ja, ganz. Gibt ganz lustige Sachen da drin. Na, lädt er auch mal? Muss mir so viele tolle Sachen reinmachen. 10 EX-Pokémon, wa? Na, aber. Das kann ja jetzt mal. Ah, jetzt. Endlich hat's geschafft. So. Wir machen es auf. Was ist das denn? Ohne Schutz der EP-Teil. Oh, Adrians Ass am Ärmel. Was macht das? Okay, Wasser-Pokémon vom Ablagestapel nehmen. Einmal Gavaldro. Und einmal Seedra King. Also Seedra King. Ja, ein Drachen-Pokémon. Lege ein an dieses Pokémon angelegte Wasserenergie sowie ein an die angelegte Energie auf deinen Ablagestapel. Na, das ist ja doof. Da musst du was, eine Wasser- und eine Blitzenergie weglegen. Also das ist ja echt ungünstig, muss ich sagen. Naja, wir machen mal weiter mit Öffnen hier. Gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas Cooles kriegen. Verbrannte Erde, das ist das. Okay. Boah. Senior und Junior. Die Karte ist richtig, richtig cool, finde ich. Die ist vor. Und dann auch noch als hier so als Holo. Das ist natürlich auch schön. Muss man nachher gleich mal das Deck ändern. Gardevoirs Geistesbund, die habe ich in echt auch. Aber Holo und normal. Was ist das denn? Zaplalek. Okay. Zaplalek ist Zaplalek. Wirf einem ins Weltkopf, fügt dieser Angriff 20 weitere Schadenspunkte zu. Bei Zahl fügt sich dieses Pokémon selbst 20 Schadenspunkte zu. Das ist ja irre. Und dafür braucht man drei Energiekarten. Graue See. Ah, okay. Das, wo man sich während des Zuges 30 HP heilen darf. KP. Wir sind ja hier weg. Bei den KP, nicht bei den HP. Flammlilampi, Gevaerie, Horn, Zickzacks. Ja, Tafelwasserpack. Oh, wow. Und was macht das noch? Das ist ja cool. Kann man auch mit reinnehmen. Und Stalobor als Holo. Okay, hat jetzt nichts Besonderes. Gut, die kommt auch mit ins Deck rein. Die Spezialenergie, weil das ist ja echt praktisch. Nochmal Gardevoirs Geistesbund. Oh, Kunstrad. Tantimus? Nee, das ist. Oh, Nidoqueen. Ja. Naja. Ist nicht so mein Stil zu spielen. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt war es alle. Ich kaufe jetzt von meinen Punkten hier oben noch einfach mal hier so ein Drachenleuchten Booster Pack. Mal gucken, ob man da jetzt was Tolles rauskriegt. So, und dann gehen wir wieder zur Sammlung. Booster Pack und es sind halt jetzt natürlich leider nur 5 Karten, aber vielleicht kommt ja was Cooles bei raus. Hyperball, das ist nicht schlecht. Und Phasersnob, den habe ich in echt auch. Okay, aber das Problem ist, er ist jetzt nicht der Burner, weil bei Zahl hat der Angriff keine Auswirkungen. Das ist dann sehr unangenehm, wenn du 120 Schaden machen würdest und dann drückst du Zahl. Dann ist das echt leicht doof, muss ich sagen. So, wie gesagt, im Deckmanager muss ich jetzt erstmal schauen. Ich habe ein. Dieses Deck hier habe ich geschenkt bekommen.
als Daily Bonus. Demzufolge habe ich auch die Münze bekommen, die Deckbox und okay. Naja gut, nichtsdestotrotz, wir wollen ja das hier weiter bearbeiten. Was habe ich jetzt drin? Das. Ach genau, das war ja Feenfeuer. Ich wollte. Was nehme ich denn hier raus? Nehmen wir den mal raus und machen eine Energiekarte, wollte ich reinnehmen. Wo ist sie hin? Die hier. So, und ich brauche noch eine Trainerkarte. Dann nehmen wir die raus. Ja, die nehmen wir raus und die Senior und Junior kann ich da eingeben hier. Senior und Junior. Ah, ich finde die Karte so toll. Gut, ein Pokémon weniger. Eine Trainerkarte weniger. Dafür, ne, Trainerkarte ist gleich geblieben, aber die Energiekarte ist mit dazugekommen. So, jetzt hier speichern. Genau, probiere es gleich aus. Das machen wir jetzt natürlich auch. Im Versus-Modus natürlich wieder mit dem Feenfeuer-Deck jetzt spielen. Verfügbare Gegner werden gesucht. Achso, naja, okay. Zeige ich dann das danach. Oh, was ist das? Achso, mit Ladebalken mittlerweile. Okay, ja, die haben es wie gesagt ein bisschen gepatcht. Und dementsprechend hoffe ich doch, dass die Fehler beseitigt worden sind. Ich muss nicht anfangen. Das ist ganz cool. Ich lege mein Evoli nämlich vor. Ich hoffe einfach, dass ich dann noch ein Felinara im Deck drin habe, damit ich mir das holen kann. So, ich hoffe es einfach gerade mal. Wenn nicht, dann sieht es natürlich erstmal doof aus, aber ich habe jetzt die Möglichkeit mit Felinara. Ja, sehr schön. Das Deck so wie es gebaut ist. So, ich kann jetzt Ringeschleife benutzen. Macht dem jetzt 30 Schaden und die Energie geht runter zu dem. Das heißt, er kann jetzt erstmal soweit nichts machen. Es sei denn, er würde jetzt. Okay, er legt es da an. Das war ja im Endeffekt klar. Ah, das Polarwind-Arktos hat er da. Na toll. Kangama-Ex. Okay. Gut, wenn er ein Extra drin hat, warum sollte er sich das dann auch nicht rausnehmen? Das ist ja völlig logisch, muss ich sagen. Wie machen wir das jetzt? Ich knall jetzt hier die Feenenergie einfach mal noch dran. Und greife den noch einfach an. Passiert denn nichts, er stirbt einfach. Ich darf mir hier was aussuchen. Unverwüstliches Amulett. Das könnte mir ja ein wenig helfen. Er kann jetzt nur das Eis finden machen. Oh, Sharon. Sharon ist auch eine schöne Karte. Brief vom Prof. Wieso macht er das? Er hat. Oh, jetzt hat er. Oh, jetzt ein vernextes Ex und das Ding wäre sofort platt. Aber okay. So, wie war das jetzt? Prevent all effects of your opponent's attacks except damage. Hat er irgendeinen Effekt? Nee, der macht einfach nur diese blöden 100 Schaden. Ach, das ist ja. Ich kann den ja taktisch kaputt machen. Ich mache jetzt Ringeschleife. Sagt, dass die Wasserenergie. Ach, wo sollen die hingehen? Was hat er hier? Shiggy? Naja, dann soll es an Shiggy gehen. Das ist für mich besser. Weil vor das Kangama da genügend Energie hat. Heiko. Ja, okay. Ja, hat er sich natürlich Shylock geholt. Er macht wieder Ace Finn, damit er wieder Energiekarten drauf hat. Drei Stück. Hat er dann irgendwann keine Karten mehr. 30 Karten hat er noch. Die lege ich jetzt da an. Und ich mache wieder. Nee, mache ich wieder Rehe? Nee, ich mache wieder Hall. Er kann es ja eh dann nicht benutzen, also daher. Kann ich dann dahingehend durchziehen. Und Shylock würde ich one-hitten und Kangama-X brauche ich zwei Schläge, aber. Was, wirf eine Münze bei Kopf, wirkt dieser Angriff 30 weitere Schadenspunkte zu. Es wären 100 minus meine 20 durchs verwüstliche Amulett. Sieht gerade ein bisschen schlecht, glaube ich, für ihn aus. Wie
Wieder Ace finden, der hat gleich keine Karten mehr, wenn er so weitermacht. So, jetzt tue ich mal Boreos equippen. Ich mache Widerhall 500. Eine Feenenergie. Ich würde ja gerne mal was Richtiges ziehen wollen. Jetzt hat er drei erliegen, das ist natürlich echt doof. Mist. Auch noch Kopf gemacht. Okay, Floink ist. Floink for the win. Wie auch immer ich das anstellen möchte. Naja, Energiekarten hat er eh genug, das bringt nichts. Ich mache ihm da 80 Schaden. Er wird mich jetzt zwar höchstwahrscheinlich töten, aber wenn er so weitermacht, hat er gleich keine Karten mehr, ey. Ja, ist egal, bringt mich jetzt eh um. Aber ich habe dadurch einen Angriff überlebt. Das ist doch praktisch. Noch einen Flank hinlegen. Das daran und runterdrücken benutzen. Ja, er soll es tauschen. Er hat wirklich gleich keine Karten mehr. Noch ein Arktos gezogen, okay. So, Energiekarte hat er gelegt, jetzt wird er angreifen, genau. Ah, ich glaube, das war ein Fehler. Nein, Mist. Ah, ist das doof. Lass mal Bälle spielen. Gucken, was wir davon ziehen. Das bringt mir jetzt auch gerade nichts. Oh Mann, das war jetzt echt doof. Nee, tauschen soll er nicht. Ach Mist. Ich hätte die Energiekarte an Boreos anlegen sollen. Dann hätte ich mit Wirbelwurf wenigstens 60 Schaden gemacht. Was macht er? Ins Arktos eine Wasserenergie legen. Jetzt sieht es langsam echt mies aus, aber es werde ich jetzt wahrscheinlich doch noch verlieren. Wenn ich jetzt kein Pokémon ziehe, war es das. Okay, Tiano. Okay, nochmal ein Flönk gekriegt. Hm. 50 Schaden hat er jetzt gekriegt. Ey, das sieht gerade echt schlecht aus. Was macht dann jetzt? Oh ne, jetzt macht dann Totak drauf. Oh, das ist gerade nicht toll. Oh. Was denn jetzt? Oh Mann. Das ist ja jetzt echt fies. 10 für. Ey. Jeweils 10 weitere Punkte. Das ist ja hart. Das ist ja echt hart. Ah, krass.
hat jetzt ja definitiv gewonnen. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Weil mein Walzer macht den nicht tot. Er hat nur noch 10 Karten übrig im Deck, das ist der Wahnsinn. Das ist krass. Er hat auch gedacht, er verliert. Ganz ehrlich, ich habe auch gedacht, dass ich gewinne. Aber okay. Das war wirklich echt schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war richtig, richtig gut, meines Erachtens. Aber okay, verloren ist jetzt verloren. So, jetzt wollte ich euch trotzdem noch was anderes schnell zeigen. Nee, das nicht. Wo ist denn das jetzt? Ist das hier? Nee. Ich glaube hier. Wie kam man denn jetzt hier zur Startseite? Achso, ich glaube da. Genau. Und zwar, es gibt seit dem neuen Patch hier so einen kleinen Pokéball. Da drückt man nochmal drauf. Tag 1, ich habe heute halt dieses Deck bekommen. Morgen bekomme ich dann hier 25 dieser Coins. Und übermorgen bekomme ich wahrscheinlich Booster. Also hier steht Booster Packs. Vielleicht bekommt man sogar mehrere Booster Packs. Aber finde ich eigentlich ganz cool. Daher ist das echt eine Sache. Das Spiel war echt wirklich meines Erachtens genial. Ich habe zwar Mist gemacht, aber was soll's. So, Gonswagger. Ich soll im Vorteil sein. Finde ich in Ordnung. Mal schauen, ob das Kartenglück sozusagen mit mir spielt. Ich darf. Ne, er ist am Zug. Ach, ich habe nur einen Boreos mal wieder. Aber Senior und Junior ist auch da, super. Es hilft mir bloß gerade nichts, wenn ich keine Basis-Pokémon mehr auf der Bank liegen habe. Was hat er hier liegen? Ein Unratytox. Okay. Pfund 20, Giftwolke 30, es hat 70. Was spielt der Dimension? Oh nee. Dimensionstal. Ich muss Sharon spielen, ich habe ja sonst nichts. Oh nee, Bede Felinaras auf der Hand, das ist doch nie wahr. Mist, ey, Zug beenden. Das heißt, er darf jetzt schon mit Fund angreifen. Gut, und jetzt darf er schon mit Giftwolke angreifen. Ich bin dann okay. Deponitox. Oh, wie viele Karten hat er dran liegen? Okay. Er darf 7 neue Karten ziehen. Es ist nicht wahr. So, was macht er? Okay, erstmal 20 Schaden macht er. Ich muss wieder Sharon spielen, weil. Okay, Vulpix. Wie war denn das? Achso, hat er das Tauschen drin. Ja, Zug beenden reicht erstmal. Mal der Anzahl, es ist nicht wahr, es ist doch nicht wahr. Der wird mich damit noch platt machen. So, jetzt darf ich Senior und Junior spielen. Ich darf mir 2 Karten aussuchen. Was habe ich denn Tolles zur Auswahl? Naja, nehmen wir einmal Floink. Ach Mann! Oh, es wird immer schlimmer. Oh, jetzt habe ich nur eine Karte genommen, sag mal. Oh, ich bin echt bescheuert, ey. So, der macht mir dann jetzt gleich extrem viel Schaden. Warum denn das, ey? So ein Mist und der macht nur. Ach, das ist doch echt. Naja, wir machen mal wohl nur noch draus.
Nee. Weil hat er keins da? Und das jetzt? Heiko. Und wieder down. Es ist nicht wahr, zweimal Kopf. So, also entweder haben wir jetzt verloren oder tschüss auch nie. Oder wir haben noch eine Runde. Ah ne. Wieso kriege ich denn Schadenspunkte bei dem? Ach, der hat ja. Oh nee, nie dran gedacht. Der hat einen Beulenhelm angelegt. Naja, dann ist. Einmal Kopf und ist vorbei. Na dann hat er gewonnen. Oh, mal bitte ein Spiel ohne Fehlern. Ach, nicht mal irgendeinen Bonus bekommen. Okay, noch eins. Irgendwann muss es doch mal klappen hier. Xat Cats. Okay. Gut, dass er anfängt. Ich lege mein Eevee vor, also mein Evoli. Oh, ein Lugia X, na toll. Nicht. Noch mal schauen, was macht das denn jetzt genau? Okay. Ist nie wahr. Ist nicht. Nee, ach nö. Ach, das ist echt nicht ernst gemeint von dem. Erstmal Dreier ziehen hier. Geht doch so Boreas runter und das darin. Wir machen wieder Ringeschleife. Wie viel hat er denn? 130 hat er. Okay, darf wieder drei Karten ziehen, der Junge. Das ist da echt nicht wahr. Und schon wieder mischen. Oh, der nervt mit den Karten da. Ich meine, die Karten sind ja zum Glück nicht verloren, aber. Nochmal Logia X. Na klar, und dann hat er auch noch das Glück. Ach, das kann er nicht eingehen. 90 Schaden. Das ist echt nicht wahr. Ja, Wette tauschen, dann bin ich ja gleich wieder tot. Aber hat gleich, ach, der hat ja nur Exer hier liegen. Lugia-Ex, 2D-Oxys-Ex und noch ein Lugia-Ex. Das Osterring ist das Einzige, was er nicht hat. Als Exer. Also jedenfalls derzeit.
Muskelband rein. Okay. Mal schauen, was diese Plasma-Energie nochmal macht. Achso, sie liefert einfach nur eine so eine farblose Energie. Geht ja echt nie klar, was er da tut. Wie machen wir das jetzt? Das dahin. Wir machen Rückzug. Wirbelwind. Zerschmettern war halt ein bisschen langsam das Lugia-X, aber vielleicht ist das jetzt. Oh, es war ja doch gar nicht mal so doof. Ja, war klar, dass es an das Lugia anlegt. Echt zum Heulen. Was unbedingt so haben will. Ja, bei mir ist wieder Zahl. Das ist ja klar. So, das Flank hinlegen. 20, ich muss irgendwie auf 60 Schaden kommen. Oh Mann, ey. War's dann wohl wieder, denn mein Verkugel hier wird dann auch gleich sterben. Es sei denn, ich ziehe wieder ein Basis-Pokémon, aber naja, da verbrauchen wir wenigstens noch die Karten. Können nichts mehr machen und haben jetzt verloren. Och, Menno, das ist doch echt bescheiden gerade. 120. Ach, nee. Echt, das ist. Heute läuft's, ne? Naja, nochmal. Es muss ja auch irgendwann mal klappen. Es sind immer noch gerade mal 20 Siege. So. Shift-Click und er ist im Vorteil. Ist natürlich auch immer ganz toll. Aber es heißt ja nichts. Wie gesagt, ich war vorhin auch im Vorteil. Daher mal schauen. Und oh, er hat einen ganz coolen Rücken, aber irgendwie sieht das hier so, dieses Silbergraue, ein bisschen doof aus. Aber okay. Ich möchte das Spiel nicht beginnen. Oh Gott. Nur ein Flank. Wenig. Was hat er denn da liegen? Kamerupt-Ex kenne ich gar nicht. Okay. Weiß jetzt nicht, was er machen soll, oder? Auch cool, ich habe selbst eine Feuerenergiekarte da liegen und genau, ja, er hat sie nicht geladen. Auch interessant. Hm,
spielt Hyperball und holt sich ein Pokémon. Das ist natürlich auch nicht schlecht für ihn. Fünks, okay. Fünks wird, glaube ich, zu Phoenixes. Ah, noch ein Kamerupt auf der Hand. Also ein bisschen traurig ist das schon. Ich habe hier nicht so wirklich die EXer. Das haben dann dafür die anderen. Spielen wir erstmal die Lucky-Karten. Natürlich sind wir wieder unlucky. Oh mein Gott. Da lass man wenigstens mal flackern und machen 10 Schadenspunkte. Ich glaube, der wird sich gerade ins Fäustchen lachen. Ich glaube, wenn er mich jetzt umbringt. Bei Kopf war es das. Oh, ich habe tatsächlich mal Glück gehabt, dass er nur 30 Schaden macht. Übelste Walzer mit 20 Schadenspunkten. Doppelt Farblose dran und ich bin tot. Okay, macht er nicht. Ah, macht ihr auch so genug Schaden. Ach, bin ich trotzdem tot? Oh, ist nie wahr. Ach, nee. Ah, okay. Also es ist wahrscheinlich mal wieder eine Runde, die ich verlieren werde. Ach Mist. Bringt da gerade gar nichts die Karte. Oh, ist das mies, ey. Dementsprechend werde ich jetzt verloren haben, denn wenn er jetzt eine Feuerenergie noch hat und die anlegt, bin ich definitiv kaputt. Vorausgesetzt, er hat eine. Ja, er hat eine. Sind wir so lieb und schreiben GG und werden dementsprechend jetzt gleich noch ja, das Zahlenrad abwarten, was wahrscheinlich nicht kommen wird. Was einfach. Er hat natürlich gleich alle abgelegt, ist ja klar. Ist ja eh Quatsch, braucht man ja nicht mehr. Und hat somit auch gewonnen. Es kommt nicht mal ein Zahlenrad, weil es so schlecht war. So, na dann. Ein paar nette Loses. Ich bin eher unbegeisterter, aber ich wünsche euch dann noch viel Spaß auf meinem Kanal. Schaut euch einfach mal wieder ein paar andere Videos an. Und dann sehen wir uns vielleicht schon bald bei der nächsten Folge Let's Play Pokémon TCG. Auf Wiedersehen!